Hallo und schönen guten Abend. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich dieses Video machen muss, aber ich will mal kurz auf die Kommentare und auf die Kritik über mein Meinungsvideo über Last Epoch eingehen. Denn wie immer verstehen mich viele Leute leider falsch, weil ich eine spezielle Ausdrucksweise im Internet habe. Als allererstes, um es kurz zu fassen, ich fand Last Epoch war sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist ein gutes Spiel. Für alle, die das Video bis zum Ende geschaut haben, das Meinungsvideo, die wissen das auch. Also ich habe nichts gegen dieses Game. Ich finde es gut und will es mir nach Release nochmal genauer anschauen. Genauer das Trading, genauer das Crafting-System, genauer das Loot-Filter-Zeugs und sowas, aber erst nach Release. Warum soll ich es mir in Early Access anschauen, wenn ich es mir auch nach Release anschauen kann, wenn alles denn fertig ist? Leider zum Release-Zeitpunkt startet die nächste Ladder in Diablo 2 Resurrected, die ich unbedingt spielen wollte. Weshalb ich mir das Game kurz vor Release in Early Access anschauen wollte und dann nach Release nochmal genauer. Ich wollte halt grob mich darauf eingehen, weil sehr viel negative Kritik unter dem Video kam, unter dem Meinungsvideo, weil ich meine Meinung gesagt habe. Und wenn ich meine Meinung sage, dann neige ich auch dazu, erstmal die unwichtigen kleinen Details alle am Anfang auszulisten, bevor ich zum Punkt komme. Der Punkt war am Ende des Videos, dass ich persönlich nicht so sehr auf komplizierte Games stehe, sondern eher auf Games, die einen sehr, sehr leichten Einstieg haben und dann ein bisschen komplizierter werden. Und nein, auch eine andere Kritik, ich mache zwar selber Guides und will mir keine Guides anschauen, aber alle Guides, die ich zum Beispiel zu Diablo mache, sind alles Endgame-Guides. Ich mache keine Einsteiger-Guides, weil ich mir persönlich keine Einsteiger-Guides anschaue, weil der Einstieg an dem Game einem vom Game selber erklärt werden soll. Nur um dieses Paradox so ein bisschen zu klären. Ja, ein bisschen was runtergerasselt am Stück. Wie gesagt, über alle Sachen, die ich in Last Epoch gemeckert habe, habe ich auch so schon in Diablo gemeckert. Fast jedes dieser Probleme hat Diablo auch. Aber trotzdem ist Diablo auch kein schlechtes Game. Ich habe auch schon genug Mecker-Videos über Diablo gemacht. Season 3 wurde zerstört, schlechtester Patch ever. Gemecker, 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 zu wenig Platz, zu unübersichtliches Scheiß-Item-System in D4. Ich wünsche mir das aus D3 oder das aus D2 zurück. Abitur auf Seer waren Great Rifts nur im Beschissen. Ja. Auch alles. Aber trotzdem ist Diablo mein Lieblingsgame. D4 ist bei weitem nicht mein Lieblingsgame. D4 ist eher das schlechteste von allen drei Diablo-Games, die ich nennen würde. Oben steht D3, dann D2, dann D4. Ich spiele D4 nur momentan, weil ich schon so viele Stunden D3 und D2 gespielt habe, dass mir die langsam zum Hals raushängen. D4 ist ein bisschen was Neues noch und ich finde es ganz bequem, ganz gechillt, ganz relaxed da zu spielen. Ich spiele trotzdem noch jede D3-Season am Anfang ein bisschen und jede D2-Ladder gerne, weswegen ich auch diese Woche D2 spielen werde. Das wollte ich nur kurz sagen. Also stört euch bitte nicht an meiner Ausdrucksweise. Also ich kritisiere auf den Videos immer Kleinigkeiten an. Das sorgt aber nicht dann für das Endergebnis, dass mir das Spiel nicht gefällt. Wenn mir so ein Spiel wie Last Epoch trotzdem gefällt und ich Spaß hatte, trotz der ganzen Kritikpunkte, die ich genannt habe, ist es trotzdem ein gutes Game. Wenn ich sage, es hat mir Spaß gemacht und es ist ein gutes Game, trotz dessen, dass ich die ganze Zeit rummecker, haben die guten Punkte wohl die negativen überwiegt. Ich nenne nur meistens nur die negativen, weil es für mich sehr schwer ist, die positiven Punkte eines Games irgendwie aufzulisten. Kriege ich nicht hin. Ich kann nur Kleinigkeiten ankritisieren, weil das, was ich zu meckern habe, bleibt mir eher im Kopf wie die guten Parts. Ja, das sollten die meisten Leute eigentlich wissen. Ich dachte, die meisten Leute wissen, wie ich mich halbwegs ausdrücke, die sich meine Meinung anschauen. Es gibt natürlich manche Leute, die vielleicht das als erstes Video gesehen haben, aber dann denke ich mir, warum schaut ihr euch die Meinung von irgendeinem random Dude im Internet an? Ich dachte eigentlich, viele Leute kennen mich von meinen D3-Videos und D4-Videos und D2 und wissen, dass ich über so viele Patches, PTRs, Changes, die sie halt in D4 und D3 gemacht haben, rumgemeckert habe, ohne Ende wirklich, über jede Kleinigkeit, aber trotzdem ich noch weiter in Diablo spiele. Diablo hat eine mit Abstand größere Kritik abbekommen wie Last Epoch. Meine Ansicht zum Last Epoch-Video, das war eine positive Kritik meinerseits. Ich habe ein paar Kleinigkeiten genannt, die mich gestört haben. Aber meinte am Ende, ich schaue mir das Game gerne nach Release nochmal an. Leider ist es mir ein kleines bisschen zu kompliziert. Das ist der einzige persönliche Punkt aus meiner Sicht. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht und es ist ein gutes Game. Punkt. Ja, das ist meine Meinung. Ich dachte, Leute, die mich kennen, die meine Meinung hören wollen, wissen das nämlich. Wer mich nicht kennt, wer das erste Video gesehen hat, dann sollte denjenigen meine Meinung nicht interessieren. Jeder, der im Stream dabei war, wo ich Last Epoch gespielt habe, hat auch meine wirkliche Meinung auch mitbekommen, hat mich spielen sehen. Hat gemerkt, wie jedes Mal, wenn mir jemand gefragt hat, hat ich gesagt, ist okay, 35 € nur, kauft's euch. Ja, kann man gerne mal anschauen. Das wollte ich nur loswerden, ja, weil mich, denke ich, wieder viele Leute falsch verstanden haben. War nur kurzes Mini-Video. Ich hoffe, jetzt verstehe mich eine oder andere Person besser. Ansonsten ist es mir dann an der Stelle jetzt auch egal. Wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann.